Wir kamen von der Uni nach Hause und plauderten. Und plötzlich meinte Doris, was sind das für Lichter da oben? Ich fuhr auf der 118 Richtung Norden und sah vor mir ein Licht. Ich blickte hoch in den Himmel und sah ein großes Flugobjekt mit Lichtern, das sehr tief flog, etwa 150 Meter. Es hielt an, drehte sich um 180 Grad und flog dann Richtung Westen. Ich blickte auf die Interstate 84 und die Autos stauten sich. Leute standen neben ihren Autos, Lichter waren zu sehen und sie zeigten in den Himmel. In meinem Garten war ein richtiges Lichtermeer. Es war Nacht und plötzlich dachte man, es sei Tag. Auf einmal schrien alle, es wird landen, es wird landen. Ich kehrte zum Revier zurück und die Telefone klingelten pausenlos. Das Objekt flog direkt über mir, vielleicht 150 Meter entfernt. Der gesamte Himmel war bedeckt. Es herrschte absolute Stille, kein Geräusch, weit und breit. Man konnte eine Stecknadel fallen hören. Ich dachte, was ist mit meiner Familie? Was jetzt? Ich traute meinen Augen kaum. Unfassbar. Die ganze Stadt konnte es sehen. Ab 1983 spielten sich zahlreiche dramatische Sichtungen in der Gegend um Hudson Valley in New York und in Connecticut ab. Wie eine Welle, die sich über mehrere Jahre zog. Die UFO-Sichtungen wurden der Polizei oder örtlichen UFO-Gruppen gemeldet. Viele Personen waren überwältigt und verängstigt. Es war ein bisschen gruselig. Inwiefern? Es ließ sich nicht erklären. Was Jim Brooks sah. Es wurde viel darüber berichtet. Bürger schlossen sich zusammen und untersuchten die Fälle. Forscher haben eine UFO-Hotline in Westchester eingerichtet. Doch es waren mindestens hunderte Zeugen betroffen, vielleicht sogar mehr. Unsere Politiker zeigten keine Reaktion, obwohl diese gigantischen Flugobjekte über Teile der USA kreisten. Die Luftfahrtbehörde schiebt die UFO-Sichtungen wie die Air Force und zahlreiche Astronomen auf Naturphänomene. Ob man es glauben mag oder nicht, der Planet Venus wird oft für ein UFO gehalten. Es bewegte sich langsam. Wir sahen 6 Lichter in einer V-Formation. Auch nach all den UFO-Sichtungen und den Berichten an die Polizei wurde das Thema weiterhin verspottet.